Wie kann das passieren, dass plötzlich ungefähr um 38.000 vor unserer Zeit so eine kulturelle Evasion, so eine kulturelle Explosion kommt? Die hier Ansässigen, vermutlich Neandertaler, waren vermutlich sehr überrascht von diesen etwas anders sprechenden, denkenden, fühlenden, aussehenden Menschen. Etwas anders, nicht sehr. Und ich glaube, gerade auf dieser Basis kleiner Unterschiede formiert sich eine Notwendigkeit. Du musst dich selbst neu erfinden, du musst dir überlegen, wer ist der andere. Du musst ein anderer werden. Man muss sich vielleicht doch vorstellen, wie schwierig das war, wenn zwei Ethnien, ein paar Menschen, die nichts voneinander wussten, so ähnlich wie jetzt gerade auch, die nichts voneinander wussten, aufeinandertreffen. Eigentlich glaube ich, die Zeit steht still und ich bewege mich in ihr. Manchmal langsam und manchmal mit rasender Geschwindigkeit. Ich sitze am Tisch, die Zeit steht still. Ich kann sie nicht sehen, nicht riechen und nicht hören. Ihre Stille und Unbeweglichkeit ist unerträglich. Ich werde mich an die Allgegenwart und Gleichgültigkeit der Zeit gewöhnen müssen. Plus douce qu'aux enfants, la chair des bombes suisses, l'eau vert grand, grüner Spalt der Lang, qui verlasse. Thank you.
Dadurch, dass die Sonne mir direkt in